würde sagen, warum soll man sie nicht ernst nehmen? Das sind Produkte von Kindern und Jugendlichen, die sich sozusagen, die jetzt noch nicht professionell ausgebildet sind, sogar manchmal sind sie sogar schon professionell relativ gut ausgebildet, aber auf jeden Fall haben die wahnsinnig viel zu sagen, auch in dieser Altersgruppe, vielleicht sogar oft direkter und unmittelbarer als Erwachsene. Und zwar, wenn man sich die Themen anschaut, die jetzt gekommen sind, da sieht man ganz deutlich, wie die Kinder eigentlich die Welt, in der sie leben, reflektieren und wie sie auch manche Dinge belasten oder wie sie manche Dinge verändern möchten. Also ich habe da kaum mehr was hinzuzufügen. Ich finde die Fragestellung gar nicht so. Also ich muss eigentlich die Fragestellung hinterfragen, nicht? Weil ich habe mir jetzt gerade auch bei der Präsentation gedacht, eigentlich ist das die wichtigste Kategorie. Und zwar genau aus dem Grund, nicht nur weil die Jugend die Zukunft ist, sondern weil sie, wenn sie noch nicht verdorben ist, eigentlich am direktesten das ausspricht, wo die Probleme auch sind in unserer Gesellschaft. Und das haben wir auch in den Einreichungen eindeutig gesehen. Kriterien sind, glaube ich, relativ simpel. Ist man berührt, ist man angesprochen, intellektuell, emotional von dem, was einem präsentiert wird. Und ich kann nur sagen, ich war total überrascht, sowohl von den unter 10-jährigen Kindern bis zu den fast schon erwachsenen Jugendlichen oder erwachsenen jungen Damen und Herren, was da an Qualität da ist. Also der Gewinner hat mich wirklich umgehauen. Ich habe lange in der Animationsklasse auf der Angewandten einen kleinen Lehrauftrag gehabt, wirklich 9 Jahre lang. Und dieser Film hat dort mit Diplom gemacht, mit Auszeichnung. Zu den Kriterien möchte ich auch noch sagen, dass eben die Inhalte, die du eh schon angesprochen hast, aber eben auch das Formale, dass die wirklich zum Teil formal so kreative Bilder oder Wege wählen, die wirklich überraschend sind auch. Also uns hat einfach wirklich beides beeindruckt, diese inhaltliche Präsenz vieler Arbeiten und diese inhaltliche Dichte, aber auch die formale Umsetzung, die originell und oft auch wirklich also beeindruckend sozusagen von der künstlerischen Qualität war. Wahnsinnig viel Angst, ist wahnsinniger Druck, Erwartungsdruck, Leistungsdruck, entsprechen müssen, damit beschäftigen sie sich. Das ist auch das Zweite, das ist wieder dann nicht mehr gereiht, aber eines der Projekte, das von uns formiert wurde, ist bei jungen Frauen. Das ist ganz deutlich sichtbar, was hier die Gesellschaft für einen Druck ausübt auf die Jugend, einerseits, andererseits, um von einer ganz anderen Seite zu kommen, ist, worüber sie sich Gedanken macht, wie sie spielerisch Dinge erfinden, die sehr, sehr für die Gesellschaft beitragen, wie sie sich kritisch mit Umweltproblematik beschäftigen und das ernst nehmen und da mit viel Energie und Leidenschaft uns einen Spiegel vorhalten. Das war für mich auch eines der beeindruckendsten Dinge, wie viele Projekte sich auf Umweltthemen im weitesten Sinn bezogen haben. Also angefangen von alternativen Energien, aber auch also was machen wir mit unserer Umwelt, wie zerstören wir sie, also vor allem auch bei den kleinen Kindern, aber ja auch bei den U10 war das auch das Thema. Also wirklich besonders viele Projekte, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und also mir hat das auch in einer gewissen Weise Mut gemacht, weil es ist natürlich viel Angst, aber auf der anderen Seite auch viel so, wir wollen was dagegen tun und auch mit unseren Beiträgen eigentlich aufrütteln oder aufmerksam machen auf diese Dinge. Ja, am besten hat uns natürlich die preisgekrönte Arbeit, die mit der Goldenen Mika gefallen. Ja. Diese Arbeit Inside Between. And Between. Ja, genau. Die hat uns natürlich am besten gefallen, klar. Ja, weil sie, ich habe es davor schon anklingen lassen, unfassbar poetisch dicht ist.
Also das ist ein Film, ich habe mir in der Vorrunde schon zu Hause im Internet gesehen. Da hat er mich schon umgehaut. Ich könnte jetzt lange über den Film sprechen, wie toll der gemacht ist. Ja, da muss man auch sagen, jetzt zu Ihrer ersten Frage zurückkommen, also das könnte auch ein 30-Jähriger oder 30-jährige Frau gemacht haben, die schon ganz große Lebenserfahrung auch hat. Ja? Also wie hier poetisch gespielt wird in allen Richtungen, wie es verdichtet wird, wie es erzählt wird, wie der Titel ernst genommen wird, wie man eben inside schaut, weil das ist das, was ein Film zum Beispiel macht, dass er eigentlich das Ziel hat, dass er das Innere sichtbar macht einer Person, eines Charakters. Und das ist ganz großartig gelungen in 3 Minuten. Ja, und auch diese immer wieder sozusagen Raum zu lassen für die eigenen Interpretationen. Mhm. Also der ist wirklich ein wirklich schon sehr perfektes Produkt. Und, oder Produkt ist eigentlich ein falsches Wort. Ein Kunstwerk. Werk. Ein Werk, ja. Ja. Und weil wir auch vorher geredet haben, was waren unsere Kriterien da bei dem, ist einfach die künstlerische Qualität wirklich bestechend.